Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück im Vertriebscampus. Da geht noch was. Alright. Wie viele von euch waren denn gerade schon da? Okay, prima. Ungefähr die Hälfte, denke ich. Ne? Die andere Hälfte war woanders. Wie viele von euch waren woanders? Okay, perfekt. Dann kann ich euch beglückwünschen, die noch immer hier sind. Ihr habt alles richtig gemacht. Die hier hingekommen seid, ihr habt erst recht alles richtig gemacht. Denn jetzt habe ich die ganz besondere Ehre, einen Mann anzukünden, der wirklich zu den gefragtesten Trainern und Speakern in Europa gehört, was das Thema Verkauf und Motivation angeht. Er hat sich auf die Fahne geschrieben, sein jahrzehntelang aufgebautes Know-how an andere weiterzugeben, sodass alle, die seine Bücher lesen, auf seinen Seminaren sind oder mit ihm persönlich zusammenarbeiten, auf das nächste Level kommen. Und ich freue mich ganz besonders jetzt auf den Mann der Stunde sozusagen, Martin Limbeck. Dankeschön, danke. Hey ihr Lieben, bevor wir anfangen, habe ich eine Bitte an euch. Ihr könnt auch was lernen fürs Leben. Punkt Nummer eins, schafft euch nochmal eine Fake-E-Mail-Adresse an. Okay? Punkt eins. Punkt zwei, schau ihr Lieben, ich bin jetzt 2 Tage hier, bin ein bisschen in Deutschland unterwegs, ich habe mich ganz klar verschrieben, ich bin B2B-Trainer, heißt, bin sehr viel in Unternehmen drin. Viele fragen mich, warum machst du nicht auch so Billigseminare für 19 Euro? Nur jetzt? Weil ich das nicht möchte. Weil diese Seele in meinem Modell von Welt zu 90% gefüllt werden, um eure E-Mail-Adresse zu kriegen für ein gratis Produkt, um euch dann in einen Sales Funnel zu packen, um euch das nächste Produkt zu verkaufen und euch zu versprechen, in 2 Wochen Millionäre zu sein. Dann gibt es auch solche Menschen, die machen das mit deutschem Geld und deutschen Einnahmen und versteuern das im Ausland. Einer muss Krankenhäuser bauen, einer muss Straßen bauen, einer muss Soziales machen. Werdet bei mir nicht bekommen. Sorry dafür. Ja? Denkt mal drüber nach und haut auf euer Herz, zu wem ihr wirklich geht. Weil nicht böse gemeint, muss jeder für sich selber machen. Ich glaube auf Law of Attraction. Ja, Tobi hat zwischendurch drüber gesprochen, Secret, es kommt alles zu dir zurück. Deswegen bin ich ausgesöhnt, dass du diesen Menschen auch zurückkommen wird. Weil ganz offen gesprochen, mal unter uns hier, mich pisst es total an. Ja? Und das wollte ich nur mal vorneweg loswerden. So, ein paar Angebote, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, heute mit richtig Content. Ja, also wir haben 4 kritische Erfolgsfaktoren im Vertrieb. Was heißt das konkret in meinem Modell von Welt? Einstellung, habt ihr ganz viel gehört, Mindset 100% sein. Wir müssen auch nicht schreien, wiederholen und so. Ja, das ist auch eine Geschmackssache. Irgendwie bin ich dann doch eine aussterbende Rasse mit meinen 51. Ja, du brauchst eine gute Strategiemethode natürlich, wie du Märkte bearbeitest. Das geht natürlich völlig unterschiedlich. Wir haben heute eben das Online-Thema, Online-Marketing, Online-Sales-Funnel, ist alles super. Das ist auch seine Berechtigung, das wir gesprochen haben. Ich bin selber ein Gewinner der Digitalisierung. Wir haben relativ früh erkannt, eine große Online-Akademie zu bauen. Wir bauen das heute im B2B. Wir sind richtig Lernarchitekten geworden für Unternehmen, führen dort eben Online-Akademien ein, sei es für Compliance-Trainings oder wir haben ein großes Projekt gehabt für einen Marktführer im Fertighausbereich, Deutsche Fertighaus, machen 3000 Häuser im Jahr mit Massa, Alkauf und Lokal und dort haben wir eine komplette Online-Akademie gebaut mit deren Themen. Da haben wir so 18 Ordner hingestellt, der Vorstand hat gesagt, das ist unser komplettes Vertriebs-Know-how, mach mir das schön. Sowas liebe ich, sowas mache ich gerne, um Menschen weiterzubringen, weil wir lernen in kleinen Happen. Von daher das, was die Jungs hier auch anbieten mit der neuen App, mit der neuen University, machen wir schon seit 3-4 Jahren, weil ich erkannt habe, das wird ein Thema sein. Heute, eure Generation lernt anders, aber auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen, ich weiß noch, wie heute, wir waren mit meinen Eltern in Urlaub, machen wir einmal im Jahr, Silvester. Mein Vater hat eine Prepaid-Karte gehabt von 1&1 und irgendwann kommt er zu mir mit seinen 79 Jahren damals und sagt, du Junge, irgendwie geht hier was nicht mehr, können wir das mal checken? Ja, war so sein Limit aufgebraucht. Und dann hat er noch eine Woche Urlaub gemacht, wir sind dann abgereist, meine Frau und ich. Und dann sagte mein Vater mit seinen 79 Jahren, aber wenn du nach Hause kommst, als erst 1&1 anrufen, ich muss WhatsApp mit meinen Enkeln und Bilder schicken. Ja, also total geil. Ja, also Strategiemethode nach wie vor, glaube ich, sehr stark. Es gibt auch ganz viele, die sagen, Cold Calling is out. Ja, ich glaube nach wie vor daran, wenn du mit Top-Entscheidern an einen Tisch kommen willst, in Top-Unternehmen, ja, dann wirst du nach wie vor den Hörer brauchen und Menschen anrufen müssen. Ich habe gestern mit ein paar Startups hier gesprochen, jemand sprach mich an, sagte, Mensch, wir haben eine ganz tolle Idee für Personalleiter, oben mit den Jungs habe ich gesprochen, die bei uns auf dem Gang sind, wie komme ich denn durch? Also, habt ihr Lust, machen wir so 10 Minuten, wollen wir Neukundenakquise per Telefon machen? Ja, okay, super, dann machen wir das. Also, wie arbeiten wir?
Ganz wichtig für die Neukundenakquise auch heute noch, ihr Lieben, ihr müsst euch erlauben und damit fein sein, dass ihr die erweiterte Wahrheit nutzt. Was ist der Unterschied zwischen Wahrheit, erweiterter Wahrheit und Lüge? Schönes Beispiel. In meinem ersten Karriere, in meinem ersten Leben habe ich Kopiergeräte verkauft. Ja, und dort habe ich irgendwann dann auch für den Hersteller Rico Trainings gemacht. Rico war der Erste, der gekommen ist mit einem multifunktionalen Gerät, wie das hieß, Drucken, Faxen, Scannen in einem. Und ich hatte so 48, 50 Verkäufer im Saal. Der Kollege macht die Produkttrainings und ich die Verkaufstrainings. Und irgendwann fragte mich einer von den Kollegen, Mensch, Herr Limbeck, was mache ich denn jetzt so typisch deutsch? Ja, wenn jemand fragt, ja, wie viel sind denn davon schon verkauft? Sagst du jetzt, na, ist die Null-Serie, Sie sind der Erste, der so ein Ding kriegen soll, dann ist deine Verkaufschance in Deutschland gen Null. Also brauchst du die erweiterte Wahrheit. Also frag dich, wie viel hat Rico denn schon an Händler verkauft, also zur Probestellung? Das war der Stufenvertrieb, Hersteller, Händler, Verkäufer und ich hatte die Händlerverkäufer, also den Fachhandel da sitzen. Die hatten 49 Stück an den Fachhandel verkauft, also sage ich, wenn der Kunde fragt, wie viel hast du davon schon verkauft, sagst du, sage ich Ihnen gerne, Herr Kunde, 49 Stück stehen schon im Markt. Fragt der Kunde explizit, sag mal, wie viel hast du hier in deinem Verkaufsgebiet in Darmstadt bei deinen Kunden verkauft, sagst du jetzt 49 Stück, können wir uns darauf einigen, wäre eine Lüge. Erweiterte Wahrheit, Herr Kunde, gut, dass Sie fragen, bundesweit stehen 49 Stück, wir hier in Darmstadt bei 15 Verkäufern kriegen nur 3 Maschinen. Und da ich weiß, dass Sie ein innovativer Typ sind, Herr Kunde, habe ich mir erlaubt, für Sie eine zu reservieren. Einverstanden? Das ist erweiterte Wahrheit. Ja, so. Das, was macht ihr denn ganz, macht ihr euer ganzes Leben? Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr heute nach Hause kommt. Ihr werdet ein anderes Erlebnis zu Hause haben. Wenn du sagst, Schatz, ich liebe dich, das ist erweiterte Wahrheit, weil sie könnte sagen, wen noch? Und jetzt sagst du, Schatz, dich liebe ich. Ganz andere Energie. So, also was mache ich bei der Telefonzentrale? Nach wie vor, Telefonzentralen sind heute auch geschult worden. Relativ einfach, um was? Uns Verkäufer abzuwimmeln. Ja, auch nicht despektierlich für die Damen hier, wir wollen Freunde bleiben. Ja. Die meisten Vorstands- oder Geschäftsführer oder geführten Unternehmen haben meistens eine weibliche Assistentin und keinen Assistenten. Einverstanden? Warum? Ganz einfache Erklärung, wir Männer können besser sehen wie hören. Und eine Assistentin sieht einfach besser aus wie ein Assistent im Vorzimmer, nur dass wir gesprochen haben. So, also was mache ich in der Telefonzentrale? Ich rufe mal an, du spielst mal in der Telefonzentrale, siehst du aus, als wenn du es könntest. Haben wir hier so ein Handmikro? Komm. Machen wir es an hier. Wie heißt du? Ich heiße Marc. Hi. Marc, du meldest dich einfach als Telefonzentrale, irgendeine Firma, okay? Ja. Ring, ring. Guten Tag, Emmerich, Personalabteilung. Telefonzentrale, einfach eine normale Telefonzentrale. Telefonzentrale. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag, hier ist der Martin Limbeck. Ich habe mal eine Frage, die können Sie mir bestimmt leicht beantworten. Ja, gerne. Wer ist denn heute schon von der Geschäftsleitung im Hause? Das kann ich Ihnen leider nicht verraten. Wer dann? Oh, beziehungsweise das weiß ich gerade nicht. Okay, wer könnte es wissen? Haben die ein Vorzimmer in der Geschäftsleitung? Ja. Und wer macht das Vorzimmer für die Geschäftsleitung? Mein Kollege. Wie heißt Ihr Kollege? Ach, das ist der Herr Roth. Der Herr Roth. Und für wen macht der Herr Roth das Vorzimmer? Für den Herrn Smith. Smith. Wie heißt der Smith mit Vornamen? Das ist der Herr Markus Schmitz. Dann stellen Sie mich doch gerade durch, ja? Martin Limbeck ist dran. Ja. Einen Moment, ich gehe mal gerade rein. Kriegt einen Applaus fürs Mitspielen. Wer so gut mitspielt, kriegt ein CD von einem Autor, den ich sehr schätze. Ja. Dankeschön, Marc. Applaus für Marc. Schau, was mache ich? Ich lasse bewusst meinen Firmennamen weg. Nicht, weil ich mich für die Firma schäme. Nur wenn ich anrufe und sage, schönen guten Tag, hier ist der Martin Limbeck von der Pfefferminzia. Dann weiß die Telefonzentrale sofort was. Der will was verkaufen. Wenn ich aber nur den Namen sage, könnte ich ein Kunde sein, ich könnte ein Bewerber sein, ich könnte eine Reklamation haben, ich könnte ein Kumpel sein, okay? Also Firma weglassen. Meine Einstiegssätze nehmen wir die gleiche. Ich habe mal eine Frage, die können Sie mir bestimmt leicht oder gleich beantworten. Damit werte ich die Menschen auf. Gerade Telefonzentralen werden oft einfach nur behandelt wie, Müller, können Sie mit Krämer verbinden? Danke. Ich mache dir eine dezente Anerkennung. Ich habe eine Frage, die können Sie mir bestimmt beantworten. Ich werte die also auf. Okay. Die Antworten sind immer dieselben, alle, keiner oder die sagt mir sofort einen Namen. Wenn die sagt alle, sage ich einfach auch nur, wer sind denn bitte alle? Dabei freundlich und bestimmt und ihr dürft dabei LMA machen. Wisst ihr, was LMA heißt? Lächle mehr als alle anderen. Ja? So, muss ein bisschen mit alten Tugenden der Jugend helfen. Ja? Also, dann kommt keiner im Haus, keine Enttäuschung oder ist gerade auf Messe, keine Enttäuschung anmelden. Ist keiner im Haus, ach schade, ach der ist im Urlaub, der Chef, ach schade. Nein, sondern einfach sagen, hey, sagt, ist heute nicht im Haus. Gut, dass Sie es direkt sagen. Wann ist derjenige denn wieder da? Ja, nächste Woche Mittwoch. Haben Sie einen Tipp für mich, wann der nächste Woche Mittwoch wieder da ist? Ja, so gegen 8.
Und wie heißt Ihr Chef? Ja, das ist der Daniel Acosta. Ah, prima. Und können Sie mir die Durchwahl geben? Nee, darf ich nicht rausgeben. Jetzt kommt ein Million-Dollar-Tipp, braucht ihr kein Buch für kaufen oder lesen. Von 0 auf 1 Million. Als Idee nur. Ist mir gerade so komisch eingefallen. Ja? Dann sagt ihr einfach, mir schon. Okay? Nur mal angenommen, jetzt kannst du das Ding auch nochmal umdrehen, nur mal angenommen, Sie müssten jetzt den Daniel Acosta ganz, 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 ganz dringend erreichen. Unter welcher Handynummer würden Sie das tun? Für erweiterte Wahrheit, für die ganz Harten unter euch, dauert noch einen Moment, bis ihr da hinkommt. Ich sehe das. Ist seine Handynummer noch die 0151 27 37 233? Nee, hat er noch nie gehabt. Komisch, hat mir meine Assistentin rausgelegt. Können Sie mir gerade die richtige ansagen, dann kann ich die Nummer abgleichen und wieder die richtige meiner Assistentin fürs CRM geben. Geil oder geil? Ja. So, also, erweiterte Wahrheit. Wenn du erweiterte Wahrheit nicht magst im Vertrieb, dann lass es, dann wirst du im Vertrieb nicht erfolgreich sein. Zweite Möglichkeit, die wir sehr stark machen, Tipp unter Freunden. Ja, ich bin der Erfinder der Geschichte, weil die ist brillant. Warum? Weil von mir. Nennt sich Media-Akquise. Was habe ich mir gesetzt? Wer kennt Google Alerts? Google Alerts, nächster Million-Dollar-Tipp. Okay, Google Alerts, du setzt dir für die Positionen, die du als Zielgruppe hast, ihr müsst eine klare Zielgruppe definieren. Meine Zielgruppe ist klar, CEOs, also Vorstände, inhabergeführte Mittelständler, so ein Wirt dieser Welt, ja, oder ein Fischerdübel, ja, oder ein Inhaber oder ein Geschäftsführer oder ein, die heißen CSOs, ne? Wisst ihr, Vertriebsleiter, für die habe ich einen Google Alert gesetzt, immer wenn einer wechselt, den Job wechselt, wird ja in der Presse bekannt gegeben, neuer CEO von Wirt, neuer CSO von Wirt, okay? Und dann kriegen die von mir einen netten Brief geschickt, Media-Akquise, mit einem Buch von mir. Schönen guten Tag, Herr Acosta, Sie wissen ja, die ersten 100 Tage eines neuen Managers sind entscheidend, möchte Ihnen eine Freude machen mit dem Bestseller, mit meinem letzten Limbeck Laws, ja, 111 Gesetze für Marketing und Vertrieb, ja, wenn Sie Lust haben, vielleicht kriegen Sie für Ihre neue Aufgabe die eine oder andere Inspiration, freue mich schon, ja, von Ihnen zu lesen, wie Sie das neue oder das Unternehmen nach vorne bringen. Ohne Sales Pitch. Das ist die Idee dahinter. Ja, ist auch eine Art Sales Funnel. 30 Tage später, nächster Brief. Schönen guten Tag, Herr Kunde. Sie sind jetzt schon 30 Tage da, Herr Acosta. Wie ist es so gelaufen? Haben Sie die ersten Ideen schon umsetzen können? Falls Sie Lust haben, könnt ihr euch auch direkt aufschreiben. Heißt Leaders.café, mein Podcast, Leaders.café, wo ich erfahrene Vorstände, erfahrene Führungskräfte und besondere Persönlichkeiten interview, die eben Führungstipps weitergeben. Schon dabei war, da mache ich ein bisschen Name-Dropping. Ich hatte den Vorstand von Fürst Alpin. Ich hatte Dr. Peter Walz, bin mit ihm befreundet, ist der Geschäftsführer gewesen von Vodafone, von allen Shops in Deutschland, also namhafte Persönlichkeiten, ja, und weise auf den Podcast hin. 30 Tage später kriegt er eine Karte von mir. 30 Tage später kriegt er eine Karte von mir, ja, eine Postkarte mit einem netten Quote drauf, ja, und dann nach 100 Tagen kriegt er einen Anruf. Und jetzt könnt ihr euch direkt eins aufschreiben für die, die ein Unternehmen gründen wollen. Akquise auf der Ebene ist was? Chefsache. Das kannst du nicht delegieren. Ich kann da nicht einen meiner Sales Manager anrufen lassen. Ansonsten muss mein Sales Manager von Anfang an den Brief auch selber schreiben. Das heißt, ich akquiriere selber noch jeden Tag 4 Kunden. Jeden Tag. Ich habe eine E-Mail-Adresse, die heißt akquise@. Komme ich jeden Tag von meiner hübschesten Assistentin, meiner persönlichen, nämlich meiner Frau. 2 Wiedervorlagen. Und 2 Neukunden, die ich irgendwo kennengelernt habe. Wenn einer auf mich zukommt, hier mir eine Karte gibt, sagt, Mensch, lass uns auch mal sprechen, das ist für mich ein Neukunde, kommt er in die Liste und 2 Wiedervorlagen. So mache ich jeden Tag bei realistisch 200 Arbeitstagen in Deutschland 800 Kontakte zusätzlich. Ich mache seit Jahren keine Mittagspause, nicht weil ich nicht gerne esse, das seht ihr, ja, sondern weil in der Mittagspause ist ein Teil meines Geschäfts. Ist immer lustig, wenn Leute um 8 Uhr aus dem Seminar rausgehen und sagen, ja, schönen Feierabend, dann gehe ich in meine zweite Schicht. Ich brauche die Mittagspause zum Akquirieren, ich telefoniere jeden Tag. Es hat einen riesen Vorteil, ich habe kein Trainingsdefizit. Kennt ihr das auch? Du hast eine Zeit lang keine Neukunden akquiriert, du hast eine Zeit lang nicht telefoniert, dann fallen dir die ersten, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, schwerer. Einverstanden, ist wie beim Skifahren. Erster Tag sage ich immer, es ist für die Füße, du guckst so ein bisschen die Piste, guckst mal, ob du noch wedeln kannst und zweiten Tag denkst du wieder, du kannst wie ein junger Gott fahren. Okay? So. Also von daher, mach es täglich. Das, was du täglich machst, an täglichen Routinen, ist wichtig. Und jetzt kommt der nächste Million-Dollar-Tipp. Tragt euch die Neukundenakquise als festen Termin ein. Wenn ihr eure Geschäftsidee irgendwo pitchen geht, wenn ihr einen festen Kundentermin habt oder mit eurer Frau oder mit eurem Mann oder Freundin oder beiden einen Termin habt, habt ihr den auch fest eingetragen. Einverstanden?
Geht ihr auch hin, lasst auch nicht ausfallen. Deswegen müsst ihr euch, kleines Vehikel, dass ihr es auch wirklich tut, die Neukundenakquise wie einen festen Termin eintragen. Macht es Sinn, ihr Lieben? Und jetzt macht mich eine Sache immer ganz traurig, ihr Lieben. Die wenigsten Verkäuferinnen und Verkäufer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, gerade bei Gründern höre ich ganz häufig, ja, sie sagen, ja, ich habe eine tolle Idee. Können auch einen Businessplan machen, können auch einen Pitch-Deck machen. Aber sie sehen sich nicht als Verkäufer. Ich komme auf das Thema Einstellung zurück. Jeder von uns Verkäufer, denkt an das, was ich gestern gesagt habe. Jeder ist Verkäufer. Jede Situation ist in meinem Modell von Weltverkauf. Ja, und da sind wir wieder bei deinen Glaubenssätzen, hat Marc schön gesagt, das, was du glaubst, das bist du auch. Also glaub auch, dass du ein guter Verkäufer bist. Und lasst euch auch nicht einreden von irgendwem, du kannst nicht verkaufen oder ich kann nicht verkaufen. Verkaufen ist eine Technik, ist lernbar. Das ist wie beim Fußball auch. Ja, Cristiano Ronaldo, habe ich große Häme für gekriegt in Social Media. Für mich ist Cristiano Ronaldo eine Klasse für sich. Er ist brillant. Warum? Weil er eine Sache verstanden hat, die viele andere Fußballer nicht verstanden haben. Ich will keinem Fußballer zu nahe treten. Ich kenne ein paar, ich bin im Umfeld unterwegs. Die können Fußball spielen und Xbox spielen. Haben wir gehört von Julian. Ja, geht super. Und das meine ich nicht despektierlich. Nur Cristiano Ronaldo trainiert jeden Tag nochmal. Der hat sich den kompletten Physiobereich, das komplette Fitnessstudio von Real Madrid zu Hause noch einmal nachbauen lassen. Und mein Gott, er ist ein Poser. So what? Er ist Südländer. Er ist der am meisten, Sammy Khedira hat ein sehr schönes Interview bei ihm gegeben, er kennt ihn persönlich ja sehr gut aus seiner Zeit bei Real, und Sammy Khedira sagt, es steht keiner länger am Stadion und gibt Kindern Autogramme wie Cristiano Ronaldo. Für mich der beste Fußballer der Welt, da kommt Messi nie ran. Ja? Kommt Messi nie ran. Ja? Schau, der braucht keine zwei Bodyguards auf der Bühne. Ne? Und ist nett und gibt Autogramme. Schau, und das ist mir auch wichtig, ihr Lieben, auch das kommt immer zu kurz, egal wie erfolgreich du wirst, ich gebe euch einen alten Satz von einem alten Mann, also vom Alter her nicht gefühlt. Ja? Meine Frau sagt, es fühlt sich irgendwie noch gut an. So, ja, nicht, dass ihr prüfen wollt. Ne? So. Aber schau, eins ist ganz wichtig, mein Papa hat mir einen Satz mitgebracht, der ist für mich heute noch Gold wert, der hat mir viele Sätze mitgegeben, aber einer, egal wie erfolgreich du wirst mit deinem Laden, ja, vergiss nie, wo du herkommst. Und ich bleibe halt der einfache Junge aus dem Ruhrgebiet von der Bergmannsfamilie. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, weil wir haben noch Werte. Schau, mein Bruder ist Schalke-Fan, schlimm genug für die Familie. Ja, und Schalke-Mitglied. Ich bin nebendran auf die Schule gegangen, bevor ich verschleppt worden bin nach hier in Hessen mit 13 Jahren damals. Und vielleicht noch eine Anekdote dazu. Ich bin auf, mein Bruder ist das erste Mal, mein Sohn und ich sind sehr eng, wie ihr auch schon gehört habt. Ja, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich das hingekriegt habe. Wenn ihr jemals Kinder habt, seht ja zu, dass ihr es hinkriegt. Und wenn ihr Väter oder Mütter habt, mit denen ihr kein gutes Verhältnis habt, sage ich euch auch noch mal eins, seht ja zu, dass ihr das gut hinkriegt, weil ihr werdet es irgendwann bereuen, wenn die weg sind oder ihr weg seid und im Zorn auseinandergegangen seid. Nur, dass wir gesprochen haben, ihr Lieben. Und wir rufen meinen Bruder an, ob er zum Sky schauen wollte. Ich bin auf dem Campingplatz ja groß geworden, wo meine Eltern heute noch gelebt haben. Und dann sagt er, ja, kommt er rüber. Und irgendwann sage ich zu meinem Sohn, damals 11 Jahre alt, komm, wir fahren auf Schalke, gucken das Spiel gegen Bayern mit meinem Bruder. Der war noch nie im Stadion, machen wir mal. Mittlerweile hat er da eine Dauerkarte als Mitglied. Jedenfalls, damals war er noch nie da. Ich habe natürlich auch große Fehler gemacht, weil Schwarzmarkt wusste ich zwar, dass es den gibt, aber wie das geht, wusste ich auch nicht. Also ich habe gesagt, komm, wir fahren einfach hin, gibt Schwarzmarkt. Also was brauchst du natürlich, hatte ich nicht dabei, du brauchst erstmal einen Karton, wo du draufschreibst, suche Karten. Aber pass auf, jetzt kommt es total geil. Wir haben so eine Pommesbude so Karten geholt, also so eine Tafel geholt, draufgeschrieben. Aber jetzt kommt was total Geiles. Auf Schalke, ich habe es noch nirgendwo anders in einem anderen Stadion gesehen, auf Schalke gibt es eine Kasse, wo du Karten zurückgeben kannst, am Spieltag. Da kommt ein Typ total verkleidet als Schalke-Fan, hat zwei Karten, alle sprechen den an und dann sagt der Typ, das fand ich total geil. Pass mal auf, ich bin ein ordentlicher Knappe, ich habe 19 Mark für die Karte bezahlt und ich möchte, dass ein anderer Kumpel auch für 19 Mark ins Stadion gehen kann. Ist das cool oder ist das cool? Ich fand das total mega. Ja, das ist ein Zeichen so ein bisschen aus dem Ruhrgebiet, wir sind klar und wahr und manchmal auch ein bisschen unangenehm. Also, Akquise, macht es täglich und denkt dran, ihr seid Verkäufer. Machen wir den Punkt, der war angefangen hatten gestern auf der Bühne, die Marke Du. Schau, ich habe mich irgendwann gefragt, wieso gibt es Unternehmen, die erfolgreicher sind wie andere Unternehmen? Wieso schaffen es Marken im Kopfkino auf Logenplatz Nummer 1 zu kommen bei uns? Schau, es sagt keiner beim Mittagstisch, gib mir noch mal die Suppenwürze rüber. Jeder sagt, gib mir mal das. Keiner sagt, bring noch mal Windel mit. Jeder sagt, bring mal. Und wenn ihr an eine Schokoladencreme denkt, selbst wenn es im Studio ein bisschen eng ist mit den Finanzen, denkst du nicht an was? An Nuspli, sondern du denkst an Nutella.
Also habe ich mir gefragt, wie schaffst du es als Mensch, als Verkäuferin oder als Verkäufer in deinem Markt, egal wie klein er ist, ob du bei der DVAG bist, ob du bei der Sparkasse bist, ob du ein kleines Startup hast, ob du regional unterwegs bist, ich habe eben mit dem Kollegen unterhalten wegen seinem Hotel, ob du ein Hotel in Österreich hast, wie schaffst du es, als Marke bekannt zu werden? Ich habe mir es immer so vorgestellt, ist der Stammtischtest. Stell dir vor, deine Zielgruppe wären als Beispiel Einkäufer, du würdest Einkäufer akquirieren. Und jetzt gibt es diesen Einkäufertisch. Ihr könnt euch auch ganz immer überlegen und immer wieder sehen, Menschen bewegen sich immer in den gleichen Kreisen. Einverstanden? Loser kennen andere Loser. Ja. Golfprofis kennen andere Golfprofis. Fußballer kennen andere Fußballer. Erfolgreiche Unternehmer kennen andere erfolgreiche Unternehmer. Einverstanden? Gleiches zieht gleiches an, auch vom Mindset. Fand das super, was ich eben oben gesehen habe. Ja, Marc hat den jungen Mann Jan 5 Minuten sprechen lassen. Sensationell. Seine erste Speech hier vor Publikum galt. Nach wie vor die größte Urangst. Fand ich eine klasse Aktion vom Felix oben. Ne? Sensationell. Wer war oben dabei? Wer hat es gesehen? Es war doch Hammer, oder? Da kriege ich eine Gänsehaut. So. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wir machen mal das Beispiel. Du bist eben Verkäufer. Ja, sagen wir mal, wie heißt du? Jonathan. Jonathan hat einen neuen Kunden akquiriert. Ja, und jetzt, wie heißt du mit Nachnamen, Jonathan? Dietl. Also jetzt sagt jemand am Einkäufertisch, du, da hat mich heute der Dietl akquiriert für sein Hotel. Kennt den einer von anderen, sagen wir mal, Tourismuseinkäufern? Sagt sofort einer, den Dietl kenne ich, Vollidiot. Österreicher, kann nichts, aber wenn du mal lachen willst, lad den ein. Verkaufschance? Null. Jetzt sagt der Nächste, sag mal, war das der Jonathan Dietl hier? Ja. Ja, der ist ganz okay, der hat mir auch mal schon mal sein Hotel präsentiert, der ist ganz okay. Guck dir den ruhig mal an, haben wir auf jeden Fall mal auf die Liste gesetzt. Verkaufschance? 50-50, einverstanden? Derselbe Stammtisch, jetzt die dritte Person sagt, sag mal, war das der Jonathan Dietl? Der Jonathan Dietl? Der mit dem geilsten Hotel da in der Steiermark? Ist da der Hammer. Der hat mir bei dir präsentiert. Ich sag dir, wir machen nur noch alle unsere Incentives und unsere Urlaub bei denen da, weil du fühlst dich da wie zu Hause. Verkaufschance? Der braucht gar nicht mehr hingehen. So, wie schaffst du das? Eins ist mir bewusst geworden bei der Marke Du, deine Ersterlebnisse, die Ersterlebnisse einer neuen Marke oder einem neuen Menschen bleiben auf deiner Festplatte was? Am stärksten hängen. Wer war der Erste auf dem Mount Everest? Na, der war ohne Sauerstoffmasken. Der war noch so klein, da sagt seine Mama, du kleiner, kleiner Reinhold, da ist eben hier dieser Engländer da, ja, hochgegangen auf den Berg und dein Traum, der Erste zu sein auf dem Mount Everest, vorbei. Sir Edmund Hillary war der Erste. Wer war der Erste auf dem Mond? Vor kurzem wurde hier in Darmstadt junge Frau befragt, blonde Dame vor der Tür. Sag mal, wer war denn für dich der größte Held des letzten Jahrtausends? Sagt sie Armstrong. Sagt der Reporter, wieso Armstrong? Sagt sie, ist aber ein Teufelskerl. Ja, wieso? Ja, zuerst war er der Erste auf dem Mond, dann hat er noch 7-mal die Tour gewonnen. Wer kann sich an sein erstes Auto erinnern? Mal Hand hoch. Wer kann sich an sein erstes Mal erinnern, egal was du jetzt in deinem Kopfkino denkst? Wer möchte nicht, gibt es auch oft im Vortrag. Nico gibt es zu. Ja, so. Schau, Ersterlebnisse mit einer neuen Marke bleiben auf unserer Festplatte am stärksten hängen. Das heißt, bereite dich besser vor. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich junge Gründer habe, wenn ich bei Startups unterwegs bin und die einen Sales-Pitch machen, sie sind nicht vorbereitet. Ihr Lieben, ja, wenn ich das gestern ein bisschen lustig gesagt habe mit der Digitalisierung, mir geht es auf den Sack, weil so viel darunter verstanden wird. Aber schau, ja, meine Zielgruppe, du musst gucken, wo deine Zielgruppe ist. Ich habe vor kurzem einen Kurs mit LinkedIn abgedreht. Ja, in LinkedIn sind 8 Millionen C-Level drin. LinkedIn hat ein Potenzial auf 800 Millionen Menschen und es sind mittlerweile 450 Millionen Menschen in LinkedIn drin. LinkedIn ist Marktführer mit Abstand, ne? Von Microsoft gekauft. Mein wichtigster Akquise-Tool ist LinkedIn. Was ich festgestellt habe, wenn ich einen CEO finde bei LinkedIn, mit dem ich arbeite zusammen, oder einen CSO, der hat mindestens in seinen Kontakten 2 bis 4 andere drin. So, was ich sagen will, ist, bereite dich vor. Mit Vorbereitung meine ich noch was ganz anderes. Ich meine nicht nur, dass du geschaut hast, hat der Kunde eine Reklamation gehabt, als Beispiel, wenn du zum Bestandskunden gehst, oder habe ich mir die Webseite angeschaut, vor Jahren, total lustig, habe ich mal Banker im Saal gehabt, Investmentbanker mit dem Chef zusammen. Und ich frage so in die Runde nur Führungskräfte, ne, von einer Bank hier ganz in der Nähe, die sich ihre eigene Arena leisten. Und ich sage so, wir nennen die immer noch Waldstadion, was wir gesprochen haben. Ja. Und dann fragte ich so in die Runde, was ist das Wichtigste, was du dir zuerst auf einer Webseite von einem Kunden anschaust? Rief einer aus dem Saal und der Chef hat sich fast in die Hose gemacht vor Lachen. Der musste rausgehen, weil er so gelacht hat, ich gucke mir die Anfahrtsskizze an. Das war der Running Gag an dem Tag. Schau mir die Presse natürlich an. Ich habe Google Alert für Kundengesetzung. Jetzt pass auf, was gucke ich mir noch an? Nehmen wir mal, ich sehe den Christian Mantei da, Kumpel von mir und Freund von mir und ich bin Investor bei der Firma.de und bin hergegangen und sage jetzt, okay, ich habe einen Termin mit Nico Buhr. Ich sehe, der ist verbunden mit Mantei Christian.
Also rufe ich Christian an, wenn es ein ganz wichtiger Termin ist. Bei einem großen Kunden sage ich, hey Christian, Martin hier, wir machen Kuschelcall daraus. Vergessen auch viele, ihre Bestandskunden zu pflegen. Kuschelcall ist einfach, du rufst nur mal an, sagst, Christian, was gibt es Neues bei dir? Ohne Vertriebsansatz, das ist Vertrieb. Und dann sagst du, Christian, ich habe mal eine Frage, ich habe gesehen, du bist mit Nico Buhr verbunden, ich habe mit dem in 3 Wochen einen Termin. Kannst du mir mal beschreiben, was das für ein Typ ist? Sagt er, ja, der lebt eher zurückgezogen, hat einen sehr strengen Vater. Ja, so, also ich hole mir Informationen über die Persönlichkeit. Ihr habt es gestern gehört, ich kann Gesichter lesen, ich gucke mir das Gesicht an, aber ich frage andere. Wenn du an meiner Stelle wärst, in meinem Jackett wärst, würdest du 9 Punkte betreutes Lesen machen bei einer Präsentation? Ist der Zahlen, Daten, Fakten orientiert oder braucht er eher Storytelling? Was sind so Dinge, die der Nico gerne mag? Kann ich mir Informationen? Das macht kaum jemand, ihr Lieben. Hier die Story. Ich werde öfters über Agenturen auch gebucht. Jahre zurück, TNT. Damals suchte für ihren Topclub im Dezember einen Redner. Halben Tag in Sentiv mit mir. Und es waren noch 2 andere Kollegen im Pitch. Ich habe mir vorher den Vertriebschef angeschaut und hatte gesehen, dass der Marathonläufer ist. Konntest du im Internet finden? Und ich habe seine letzte Urkunde gefunden. Im Mai war der einen Halbmarathon in Aachen gelaufen. Was ich nie machen würde, die Agentur macht ein Intro, stellte sich zuerst vor, völliger Schwachsinn, immer erst den Gast vorstellen lassen, sprich den Vertriebsleiter. Dann sollte ich mich vorstellen und dann der Vertriebsleiter. Und wie der Vertriebsleiter fertig war, sagte ich nur einen Satz. Und eine Sache haben sie uns verschwiegen, mit dem Lachen. Sagt er, was? Ich sage, sie sind Halbmarathon am 15.05. in 1 Stunde und 43 Minuten in Aachen gelaufen. Lachte der und sagte, woher wissen Sie das? Dachte ich, ein guter Verkäufer, Herr Kunde, ist doch vorbereitet im Termin. Wer hat den Auftrag gemacht? Hat mich 2 Minuten gekostet. Schau, die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer durch zu viele E-Mails, nur dass wir gesprochen haben, ihr Lieben, es wird irgendwann keine E-Mails mehr geben. Es wird abgelöst werden, entweder von WhatsApp oder von Facebook, irgendwer wird es übernehmen, weil die Masse der E-Mails erschlägt uns. 2 Riesentipps nochmal hier unter Freunden, ihr Lieben. Ja, ich hätte mich früher geschämt, das im Saal zu sagen, aber heute sage ich es aus bewusstem Ding nochmal, sobald du Geld verdient hast, ihr habt so viel von Thaddäus gehört, Geld wegpacken. Übrigens, ich habe das meiste über Geld gelernt, damals von Bodo Schäfer. Ja, und ich habe von 3 Dinge von Bodo Schäfer umgesetzt. Die ist so einfach, du brauchst keine 7 Steps, du brauchst keine 7 Konten, du machst dir ganz einfach. Ich gebe euch einfach einen Tipp. Wenn ihr jetzt noch Gehalt habt, wenn ihr später dann ein Unternehmen gründet, achtet erstens drauf, die meisten Gründer vergessen, die ersten 2 Jahre keine Steuern, kommt aber im 3. Jahr und dann eine Steuervorauszahlung. Also von jeder Euro, den du einnimmst, schon mal 50 Cent weg. Ich fahre ein 3-Konten-Modell. Ich habe nach wie vor, ist auch steuerlich erlaubt. Erkundigt euch mal bei eurem Steuerberater und Banker. Ein 3-Konten-Modell, das nennt sich ein Haben-Konto. Da gehen alle meine Einnahmen rein. Ich habe ein Kostenkonto, gehen alle Kosten weg. Die Kosten mit dem Kontokorrent, den du da hast, kannst du steuerlich absetzen. Und ich habe ein Privatkonto. Ja, ist wieder aufgenommen. Ja, kannst du meinem Seminar für 19 Euro kommen. Nein, Spaß. Drei Kontenmodell. Ein Kostenkonto, du richtest dir ein Kostenkonto an, da lässt du alle Kosten von abgehen, okay? Kostenkonto. Alle Kosten, die du als Unternehmer hast, gehen von diesem Kosten runter, okay? Alle Kosten, wenn du ein Konto kurrent hast, wo du Zinsen im Minus zahlst, was du nicht tun sollst, aber es könnte manchmal helfen. Am Anfang, wenn du noch in ein Unternehmen investierst, kannst du steuerlich absetzen. Dann hast du ein Einnahmenkonto. Dieses Einnahmenkonto darf nie, lasst euch vom Steuerberater beraten, ich kann keine Steuerberatung machen, aber ich weiß das, darf nie ins Minus kommen, deswegen ist es ein Habenkonto. Da gehen alle Eingangsrechnungen drauf. Und da hast du noch ein Privatkonto. Und ich habe Bodo Schäfer irgendwann mal vor 3 Jahren getroffen und sagte, Herr Schäfer, ich darf Ihnen ein großes Kompliment machen. Durch Ihre Geldstrategie bin ich auch zu Geld gekommen, bin durch Sie Millionär geworden. Dann sagte er, Herr Limmer, jetzt wollen wir aber nicht so. Doch, er hat mir 2 Dinge beigebracht. Erstens mache ich heute noch, Bodo Schäfer ist jetzt in meiner Tasche, damit ich hier leicht bin, hat mir damals beigebracht, kauf dir an der Bank oder hol dir an der Bank 1.000 Markschein, hab den immer einstecken, damit du weißt, wie sich Geld anfühlt. Ich war mit 19 Jahren so, ich habe das gemacht, fand ich geil. Ich finde es so scheiße, dass die diesen 500-Euro-Schein abschaffen. Ja, es ist echt Tragödie. Deswegen ist das Bündel so schwer immer im Auge. Aber du musst diese Energie haben. Schau, wenn du nicht erlaubst, Geld zu verdienen, ist auch Law of Attraction, Gesetz des Universums, wirst du nie zu Geld kommen. Ich stehe da heute zu, ich sage immer wieder gerne, für mich war wichtig, Millionär zu werden. Ich hatte meine 1. Million mit 34 und ich wollte Porsche fahren. Ich fahre seit meinem 34. Lebensjahr Porsche und werde es auch nicht ändern. Das ist das geilste Auto der Welt. Alex, kannst du das bestätigen, mein Freund? Alex sieht fast so gut aus wie ich, hat aber denselben Autogeschmack. Sehr gut. So junge Kollegen als Vorbild brauchst du auch, verstehst du? So, also, das ist der eine Punkt. Und er hat mir immer beigebracht, wenn du heute 5.000 Mark verdienst und kriegst eine Gehaltserhöhung auf 6.000 Mark, dann hast du die 1.000 Mark vorher auch nicht gehabt. Also leg die Hälfte weg.
habe ich Zeit meines Lebens lang getan, weil dein Lebensstandard steigt automatisch mit deinem Einkommen. Früher habe ich Autos noch geleast, wenn die Leasingrate ausgelaufen war, habe ich das Geld sofort angelegt. Wenn ich mein erstes Haus finanziert habe, habe ich, nachdem ich die Finanzierung fertig gezahlt, das Haus bezahlt habe, habe ich die Rate weiter weggelegt. Mein Sohn ist aus der Schule raus, ja, der war auf der Privatschule, das Geld habe ich sofort für ihn wieder angelegt. Okay? Schau, auch das ist ganz wichtig, dass ihr da ein bisschen drauf achtet, weil da wird wenig drüber gesprochen, da werden wir überflüssig drüber weggegangen. Ist wahnsinnig wichtig, dass ihr auch darauf achtet und euch gute Coaches und Mentoren sucht. Sucht auch da einen Steuerberater gut aus. Am besten, Tipp von mir, war in meiner Branche relativ schwierig, jemanden zu finden, der sich mit Speakern und Trainern auskannte. Jemand, der Kompetenz in eurem Markt hat und Vergleichskunden in dem Markt hat. Das auch nochmal als Tipp für die, die noch einen Steuerberater brauchen. Also bereite dich gut vor. Aber jetzt kommt die nächste Vorbereitung, die noch viel wichtiger ist, die auch kaum jemand macht. Du gehst morgen zu diesem Pitch, du willst dem Hartmann ein neues Auto verkaufen als Beispiel. Du weißt, der ist Porsche-Fan und du willst ihm jetzt einen Aston Martin verkaufen. Dann setz dich hin und mach dich Gedanken darüber, was wird denn deine Argumentation sein? Wie wirst du denn darauf antworten, wenn Alex sagt, wissen Sie, ich fahre halt gerne Cabrio und ich fahre halt gerne Zweisitzer und ich mag halt die Form des neuen Elvers. Was wird deine Argumentationskette sein, von der du glaubst, dass du Alex damit abholst? Und jetzt kommt das Zweite. Denkt immer dran, gibt einen super Autor, ich schätze den Mann total, der hat den ist immer doof, wenn, aber ist halt brillant. Nicht gekauft hat er schon, hat er geschrieben. Ja. Meistgekaufte Buch im deutschsprachigen Raum zum Thema Sales, nach wie vor. Kommt am Dezember in der 12. Auflage raus. Und das muss dein Mindset sein. Nicht gepitcht hast du schon, nicht gekauft hat er schon, nicht angesprochen hast du sie schon. Geh aus der verdammten Verlustangst raus. Du hast nichts zu verlieren. Und wenn du Glaubenssätze weghaben willst, dann geh zu seriösen Leuten wie zu meinem Freund Alex. Nur, was wir gesprochen haben. Der ist gut mit Menschen, meint, das sieht schon in seinem Gesicht. Der schreit dich auch nicht an. Der strahlt dich an. Ja, jetzt wird er rot, das liebe ich am meisten an ihm. So, schau. Und das ist der Punkt, auch da, Gute sind mit Guten zusammen. Merkt ihr das? Wir haben eine gute Energie. Wenn ihr hier die Speaker untereinander seht, die Guten, die kennen sich alle. Wir sind nett zu uns. Warum? Weil wir uns alle akzeptieren, respektieren, weil jeder von uns sein Ding gemacht hat und es gut gemacht hat. Geht respektvoll mit den anderen um. Egal, was deine Position ist, egal, was deine Nische ist. Geht raus auch mit Feindbildern nicht. Ich höre immer wieder, du brauchst Feindbilder. BMW hat Mercedes, Stepstone hat Monster. Scheiße, Feind ist was? Negative Energie. Auch ich darf noch älter werden und der liebe Gott kann mir auch nicht verbieten, jeden Tag ein Stück schlauer zu werden. Auch diese Sprüche, die ich früher rausgehauen habe. Neid musst du dir arbeiten, Mitleid bekommst du geschenkt. Neid ist schlechte Energie. Also sei nicht neidisch. Dann kommen manche Menschen und sagen, ich bin positiv neidisch. Hä? Steckt immer noch das Wort Neid drin. Also hier mein Geschenk für euch jetzt, habe ich gelernt von Schauspielern. Ja, die Amerikaner nennen es fake it until you make it. Schau, ich habe mich früher mal gefragt, einer meiner Lieblingsschauspieler ist Alec Baldwin. Kennt ihr Alec Baldwin? Geiler Typ, ne? Sieht fast so gut aus wie ich und hat immer tolle Frauen. Seine Frau ist bei weitem nicht so hübsch wie meine. Ja, aber sie sind auch geschieden, Kim Basinger. So, pass auf, jetzt habe ich immer gelesen, ist immer lustig, wenn wir beide zusammen fliegen, dann kommt die Stewardess, ja, oder Tobi und... Ey, komm, der war richtig geil. Ich weiß auch nicht, wo ich das herhole. Das kommt von oben. Universum. Tobi, danke! So, pass auf. Und dann kommt Tobi und sagt, Stern, Fokus oder Bunte. Dann nimmt meine Frau immer die Sportbild und ich die Bunte, weil die verstehe ich, da sind tolle Bilder drin. So. Und früher stand immer in der Bunten drin, wie die beiden gestritten haben da auf Long Island, wo die gelebt haben. Da habe ich mir immer gefragt, du, der volle Ehestreit, da soll ein Aschenbecher geflogen sein. Und jetzt fliegt die nach Hollywood, hat morgen Dreh. Und jetzt ist da so ein Regisseur, der sagt, ey Kim, heute ist leidenschaftliche Liebe dran. Und Kim sagt, du, pass mal auf, Regisseur, wir müssen kurz reden. Alec war gestern wieder so nasty zu mir. Today, keine Liebesszene. Ah, dann stelle ich mir so einen amerikanischen Regisseur so richtig cool vor, der sagt dann, ah, Kim, gar kein Problem, der dreht nach $250.000, lassen wir einfach ausfallen, bis du wieder gut drauf bist. Nee, der wird sagen, seh mal zu, dass deinen kleinen Hintern da in den Karawan steckst, dich schminkst, in 10 Minuten ist Liebe dran, leidenschaftlich. Schau, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Bühne wart mit Vorhängen oder es wird auch beschrieben, der alte, große, kennt ihr nicht mehr, Geschichtsbücher, Clown Grock, das war mal der größte Pantomime-Clown, der ist vor jeder Manege, vor jeder Aufführung ist der vor den geschlossenen Vorhang gegangen. Da waren 2 Gucklöcher drin, wie auf jeder Bühne. Und hat sich im Vorhinein beim Publikum dafür bedankt, dass er sie gleich erfreuen darf. Und hat sich den richtigen Mindset gegeben.
Schau, was wichtig ist vor jedem Pitch, vor jedem Verkaufsgespräch, vor jedem Telefonat. Sieh schon das Endergebnis. Also nehmen wir mal, ich wollte Christian Manteil neu als Kunden gewinnen. Dann, bevor ich zu ihm zum Termin nach Wiesbaden gehe, sehe ich schon nach anderthalb Stunden, wie der Christian Manteil sagt, Mensch, Herr Limbeck, wow, das ist das coolste Blended Learning Konzept mit der Online-Akademie, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich wusste gleich, wie Sie mich angerufen haben, dass wir relativ schnell ins Geschäft miteinander kommen. Und wissen Sie was, weil ich Sie so cool finde, habe ich mir im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht, an wen ich Sie weiterempfehlen kann. Ich habe Ihnen hier die 20 besten Top-Kunden, die wir in unserem Haus haben, mit Handynummern vorbereitet. Geburtsdatum steht auch schon drin, damit Sie Ihnen zum Geburtstag gratulieren können, was Sie seit Jahren immer wieder machen, auch bei mir. Und die sind alle vorbereitet, dass Sie kommen. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. Schau, dein Mindset ist sowas von entscheidend. Schau, das ist wie bei einer Fußballmannschaft. Ja, wenn du eine Fußballmannschaft siehst, die spielt einmal genial, fightet wie die Sau und gewinnt auf Schalke 1-0. Und ich war dabei. Gestern war ich nicht da, weil meine Energie fehlte. Und was ist? Dieselbe Mannschaft verliert 0-3 gegen Hertha BSC Berlin. Schau, es sind dieselben Fußballer, aber sie machen einen anderen Mindset. Mein Steuerberater und ich, mein väterlicher Freund, man ist 75, arbeitet noch ein Jahr und dann sagt er immer, ich höre auf, ich glaube ihm kein Wort. Ja, weil, schau, auch das gibt es in der Natur nicht. Ne, viele gründen ein Start-up, ihr Lieben, um genug Geld zu haben und nicht mehr arbeiten zu müssen. Nur, dass wir gesprochen haben, ihr Lieben. Mein letztes Buch schreibe ich mit 70. Heißt Konzerne fressen Seelen. Da habe ich schöne Geschichten drin. Ja, die Natur da draußen kennt keine Rente. Ich baue meinen Laden gerade um mit 51 Jahren, dass ich noch 20 Jahre arbeiten kann. Die Leute, die mit 58 in Rente gehen oder genug Geld haben, die gehen ihrer Frau auf den Sack. Oder die Frau geht dem Kerl auf den Sack. Und irgendwann ist das Haus renoviert, irgendwann ist die Wiese bestellt und irgendwann kennst du alle Golfplätze. Der Mensch braucht Arbeit. Ich mache das aus Leidenschaft. Ja. Zweiten Tipp. Sobald du gutes Geld verdient hast, und ich glaube, Robin hat die letzte Woche nicht geschlafen, wahrscheinlich in seinem Team, ja, sobald du gutes Geld verdient hast, ein Tipp, von dem ich gedacht hätte, den Tipp würde ich nie auf einer Bühne mal sagen, sage ich auch zum ersten Mal, weil hier kann ich den sagen, in meinem B2B-Geschäft ist es immer schwierig, das zu sagen, weil da gibt es halt doch noch den Neid, weil die denken bei meinem Honorar immer, das ist netto. Ja, und ich habe keine Firma mit 25 Angestellten. Aber meine Frau war so clever, mich davon zu überzeugen, es hat zwar einen Moment gedauert, aber ich habe seit 8 Monaten jetzt, weil ich nach Wesel gezogen bin, ich habe eine ganz andere Strecke heute, eine ganz andere Reisezeit. Ich habe seit 8 Monaten einen Fahrer und ein Chauffeurauto. Viele meiner Kollegen machen das schon seit 10, 15 Jahren. Ich habe sie immer für dekadent gehalten. Wie könnten die Leute über mich denken? Weil das ist einer der Glaubenssätze. Was denken andere von mir? Auch da gehörte ich lange dazu und manchmal falle ich auch noch in meinen alten Glaubenssatz zurück. Es war die beste Entscheidung, die meine Frau je für mich gefällt hat. Das hätte ich schon 10 Jahre eher machen sollen, weil ich kann besser telefonieren. Ich bin viel effektiver. Habe meine kompletten E-Mails runterdiktiert, komme entspannt zum Job und kann, wenn ich heute Abend weiterfahre, schon eine Schlafmütze nehmen, bevor ich morgen wieder mit dem über 800 Kilometer fahre mit meinem Fahrer. Ja, also guck, dass du dich konzentrierst, was ich gestern gesagt habe, und fokussierst. Nach wie vor mache ich in meinem Unternehmen nur 3 Dinge. Nochmal, neue Ideen entwickeln, ich schreibe keine E-Mails. Fragt Alex, der kennt es, wenn er von mir eine E-Mail kriegt, alles kleingeschrieben, einen Satz. Ohne Punkt und Komma, ohne Gruß. Weil es so überflüssig wie ein Kopf, wenn ich so lange E-Mails kriege, werde ich wahnsinnig. Ja, heute abgekürzt durch WhatsApp, da kriegst du dann 5 Minuten Sprachmeldung, wo einer sagt, müssen wir nochmal drüber reden. Dann könnt ihr auch einfach sagen, ruf mich an. Ja, so. Also guckt, dass ihr euch fokussiert und guckt, dass ihr, ja, das hat mir gestern gut gefallen bei Jalzin, ja, du brauchst Menschen, die in dein Unternehmen gute Energie bringen. Ich stelle Menschen nur ein, mich interessiert überhaupt nicht die Vita, der Lebenslauf, wenn ihr mich fragt, in 2 Jahren später gibt es auch gar keine Lebensläufe mehr. Ja, weil die Leute keinen Bock mehr haben, den auszufüllen, nicht mehr zu machen. Wir werden anders damit umgehen mit Bewerbungen. Ja, ich sehe es jetzt schon bei mir. Wir haben angegeben auf meiner Website, dass du mit mir zwischen 17 und 19 Uhr freitags WhatsAppen kannst. Ich habe jeden Freitag irgendeinen Salesmann, der bei mir anfangen will oder Indienst was suchen oder einen Lehrling, der mit mir WhatsAppt und dann mal kurz wieder darüber schickt. Da ist die Welt einfach in Veränderung. Einverstanden? Ja, und es wird so nicht mehr geben. Fokussier dich und such dir Leute, die genauso Bock haben wie du. Schau, das hat weder was mit dem Alter zu tun, das hat was mit dem Einkommen zu tun, das hat nichts mit der Herkunft zu tun, das kennt ihr alles. Es gibt so viele Persönlichkeitscoaches hier, die gesprochen haben, das muss ich euch nicht alles erzählen, aber der Mindset, dieses nicht gekauft hat er schon, geh aus der Verlustangst raus. Schau, auch das müsst ihr lernen, das müsst ihr aushalten können. Ich war gestern mit meinem Vortrag nicht zufrieden, ich wollte eigentlich was anderes machen, habe spontan was anderes gemacht, ich habe mich wieder 2 Stunden nach meinem Vortrag gegeißelt, da ich nicht gut genug war. Ja, sie nickt schon wieder, sie hat auch noch gesagt, ja, 3 Minus, sag ich, super, ich liebe dich auch. Na, 3 Plus, hat sie gesagt, 3 Plus, Entschuldigung, 3 Plus oder 2 Minus, das ist dasselbe. So, ja. Wobei 3 plus noch eine bessere Energie hat wie 2 minus. Schatz, komm du mit nach Hause, wir reden. So, schau, und das ist okay.
früher war ich dann 3 Wochen böse mit mir, dass ich nicht gut genug war. Ich war für meine Verhältnisse gestern nicht gut genug. Ich war nicht brillant, was mir normalerweise zusteht. Schau, weil ich mir selber sage, ich gebe euch noch eine geile Übung mit, ja, die ich entwickelt habe. Ich nenne es die 60 Sekunden Bettkantenübung, die ich jeden Morgen mache. Jeden fucking Morgen. Laut im Hotelzimmer, zu Hause. Ach so, übrigens, damit die Ehen gut halten, haben wir das schon besprochen, und eure Partnerschaften gut halten. Ich bin mit meiner Frau 5 Jahre zusammen. Meine Frau bringt mir jeden Morgen, wenn ich zu Hause bin, Kaffee ans Bett. Mädels, was wir gesprochen haben, ist gut für eine gute Ehe. Ja? Brillant. So, also, ich mache die 60 Sekunden Bettkantenübung. Wie geht die? Relativ einfach. Die erste Frage, die ich mir stelle, ich bin heute den 10. Tag am Stück unterwegs, bin auch nächste Woche nur 2 Abende zu Hause und dann auch wieder eine ganze Weile on Tour. Ja, und trotzdem mache ich das hier gerne, weil ich weiß, dass ich euch was geben kann, aber die wichtigste Person in deinem Leben bist du selber, auch nicht deine Frau, ja, oder irgendwer in deinem Umfeld, du selber, du musst für dich sorgen. Und du musst für dich das machen, was du mit Leidenschaft, was du mit Spaß machst. Und das kam gestern auch von Dieter Lange sehr schön. Unser Job ist nicht immer nur Spaß. Tobi hat es auch gesagt. Jeder wird dir das sagen, der den Job hier macht. Weil wir sind einsame Wölfe, weil abends schlafen wir meistens auf dem Hotelzimmer alleine. Ja? Und da sind keine Teilnehmer mehr. Nach dem Applaus gehst du alleine in dein Auto, wirst irgendwo hingefahren. Nur, was wir gesprochen haben. Trotz alledem, ich brauche jeden Tag Mentaltraining. Oder ich müsste jeden Tag ein Video von Hartmann kriegen. Weil der lacht irgendwie immer. Ja? So, als ein Beispiel. Schau, was mache ich jeden Morgen, die 60 Sekunden Bettkantenübung? Wie geht dich? Die erste Frage, die ich mir morgens laut stelle, ist, wenn mein Job heute so wird, wie die letzten 3 Monate, habe ich dann nochmal Bock, eine Woche zu verlängern? Beantworte ich die Frage 3-mal mit Nein, hintereinander, sag ich dir, mache ich schnell was anderes. Aber das dann wieder mit voller Leidenschaft. Die zweite Frage, die ich mir morgens stelle, auch laut, ja, wenn meine Beziehung mit meiner Andrea heute so wird wie gestern, habe ich da nochmal Bock, einen Tag zu verlängern? Beantworte ich die Frage 3-mal mit Nein, sage ich, die Pudel bleiben. Nur, was wir gesprochen haben. Ja, sie sagt aber, der eine wäre ihr. Ja, schaut, ist mir wichtig. Schaut, uns hat angerufen, oder mich hat angerufen, übrigens, ich kann überziehen, das ist immer geil, ich überziehe gerne, weil gleich ist Pause. So, und der Punkt ist der, schau, wie wir geheiratet haben, hat mich der Standesbeamte unbedingt nochmal persönlich sprechen wollen. Ich fand das ein bisschen überflüssig, da hat meiner Frau nicht so richtig vertraut. Ja, ist ein bisschen schlechte Vibration in die Beziehung zwischen dem Standesbeamten und mich gebracht hat. Aber er wollte einfach von mir nochmal hören, ob unser Trauspruch wirklich der ist, solange wir Spaß miteinander haben. Schaut, ihr Lieben, das hier muss dir richtig Spaß machen. Und lass dir auch nicht diese ganzen Motivationsgequatsche in deiner Birne drücken. Ja, sei mir echt nicht böse, ich mache echt kein Kollegen-Bashing, aber wenn es zu viel ist, ist zu viel. Wie diese Sprüche, hast du dein Hobby zu deinem Beruf gemacht, hast du keinen Tag in deinem Leben gearbeitet. Das ist ein Scheißsatz. Warum? Das hier ist nicht mein Hobby. Mein Hobby ist Eintracht Frankfurt, Ego, Murphy und Angeln. Bisschen auf die Rennstrecke gehen, das ist ein Hobby. Einverstanden? Wenn ich nur noch angeln würde, wäre das mein Job. Und dann wäre das auch kein Hobby mehr. Wie viel wir ein anderes Hobby suchen? Weißt du, weil wir brauchen die Metapher anscheinend, Hobby ist dann Spaß. Das implementiert bei mir, dass Arbeit keine Spaß ist. Schau, mein Glaubenssatz war viele Jahre lang, mein Vater wusste ich besser und ich liebe meinen Vater, aber er hat mir immer beigebracht, auch guter Verkäufer, wenn du in der Kneipe rausgeschmissen wirst, durch die Vordertür kommst du durch die Küche wieder rein. Hard work, hard party. Mir hat nie einer beigebracht. Deswegen guckt ihr dazu, zu wem ihr geht, euch weiterbilden lasst. Geht zu guten Leuten, wo ihr merkt, die Herz haben. Mein Thema ist, weil es auch eine fucking Big Industry hier ist. Ja, mein Thema ist, Arbeit darf auch leicht sein heute. Das muss dir Spaß machen, was du hier machst. Und wenn du dann dafür brennst, dann go for it, dann mach es auch. Aber wichtig, denk an das Mentale. Und eins sagt dir auch keiner. Es werden Menschen in dein Leben kommen, immer wieder dich davon abhalten werden. Es wird immer wieder mal einen Niederschlag geben. Aber nur der Fehler, nur aus dem Fehler lernst du. Nehmt auch diese negativen Energien raus. Ich war früher auch so. Meine Ex-Frau, um Gottes Willen. Ja, was konnte ich schöne Gespräche über die machen? War völlig falsch. Weil ich das so oft von Menschen höre. Schau, meine Ex-Frau war die richtige Frau von meiner Energie zu der Zeit, wo ich sie kennengelernt habe. Sonst wäre sie nicht in mein Leben gekommen. Und sie hat mir das schönste Geschenk meines Lebens gegeben. Nämlich meinen 22-jährigen Bengel. Schau, egal welcher Mensch in dein Leben kommt, auch wenn du es auf den ersten Blick nicht siehst, es hat einen Grund, dass der gerade in deinem Leben ist. Und du bist gerade in deinem Leben da, wo du bist, weil du gerade da sein willst, sonst wärst du woanders. Nimm das an. Und wenn es dann irgendwann getrennte Wege geht, ist auch okay.
Schau, es gibt auch welche, die sagen, wenn du noch Freunde aus der Kindheit hast, dann funktioniert das alles nicht mehr. Ich habe noch einen Freund aus der Schule, ich hätte gerne ein paar mehr, weil er hat sich genauso gut entwickelt in einem anderen Bereich. Er hat heute ein Elektrogeschäft, hat alle Millionen Schulden von seinem Vater übernommen, hat die weggearbeitet, ist heute sehr erfolgreich unterwegs und ich bin meinen Gang gegangen. Schau, du ziehst mit deiner Energie immer die Menschen an, die zu deiner Energie kommen, die gerade zu dir passt. Und das ist okay. Und Dan hat es oben so schön gesagt, der junge Mann, der gesprochen hat, ich glaube Jan heißt er, ne? Jan, so schön gesagt, ja, er hat seinen kompletten Freundeskreis verändert, geht zu Seminaren, wo gute Leute sind, sagt er, guck, wer eine gute Energie hat. Und dann kriegst du auch die Kunden, die du verdienst. Letzter Tipp dazu, ihr Lieben, ich habe früher viel gekämpft, das hat auch richtig schön Jack gesagt, ja, wenn der Kunde mich am Anfang nicht so mochte, wenn es am Anfang nicht so klappt hat, dann habe ich mir immer gesagt, dem beweist du jetzt, dass du ein klasse Typ bist. Heute bin ich froh, zu Kunden Nein sagen zu dürfen. Jetzt sagt man, naja, kannst du dir jetzt leisten. Ich weiß nicht, ich habe 25 Familien zu ernähren, ob ich mir das leisten kann, aber ich mache das, weil ich nur noch Kunden in mein Leben möchte, genauso wie Mitarbeiter, mit denen ich Spaß habe, die die Dienstleistung und den Wert, den ich für ihre Firma bringe, auch wertschätzen. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. So, und nochmal für die, weil gestern ging es ein bisschen schnell, ich schenke euch mein Hörbuch, wenn ihr Lust habt, um da reinzuhören, es nicht gekauft hat, das schon, dann einfach eine SMS dahin. Und eine E-Mail, ja, wenn ihr Lust habt, ich habe auch hier so eine nicht gekauft, hat da schon Karte dabei. Und ja, natürlich haben wir auch auf Wunsch von Robin ein paar Sachen am Stand, ein paar andere Preise für die Bücher. Und nein, bei mir gibt es nichts für 19 Euro oder 29 Euro, doch 19 Euro, aber ist der Listenpreis des Buches. Ja, also wenn ihr Lust habt, wir haben die Online-Akademie sehr stark rabattiert auf Wunsch von Robin. Und wenn ihr Lust habt, guckt einfach vorbei. Wie gesagt, ich bin nicht so der großartige Bühnenverkäufer, ich mag das nicht. Und wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht, ich schreibe relativ viel bei LinkedIn, wir machen gute Sachen, dann guckt da einfach rein, vernetzt euch mit uns. Ja? Und wenn ihr wisst, dass jemand gute Energie braucht, einen guten Verkaufstrainer braucht, dann würde ich immer mich empfehlen. Ciao, ihr Lieben. Dankeschön. 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 Vielen Dank. Martin Limbeck. Dankeschön. Vielen Dank. Martin Limbeck. Vielen Dank. Dankeschön. Wow. Vielen Dank.